Lesung aus dem Evangelium nach Markus. Und als Jesus herausgeht von Jericho und seine Schülerinnen und Schüler und eine beträchtliche Volksmenge, saß der Sohn des Bartimaios, ein blinder Bettler, am Weg. Und hörend, dass Jesus, der Nazaräer, es ist, begann er zu schreien und zu sagen: Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, dass er schweige. Der aber schrie um vieles mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und stehenbleibend sprach Jesus: Ruft ihn. Und sie rufen den Blinden, sagend ihm: Hab Mut, steh auf, er ruft dich. Der aber, wegwerfend sein Gewand, aufspringend, kam zu Jesus. Und antwortend ihm sprach Jesus: Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm: Rabuni, mein Meister, dass ich wieder sehe. Und Jesus sprach zu ihm: Geh fort, dein Glaube hat dich gerettet. Und sofort sah er wieder. Und er folgte ihm auf dem Weg. Wir hatten am Donnerstag unser wöchentliches Bibelgespräch zur zweiten Lesung vom Sonntag, also von heute. Und da hat mich schon sehr berührt, dass Gott es ist, der zu uns spricht, der die hohen Priester damals berufen hat, der Jesus verherrlicht durch sein zu ihm Sprechen. Und auch heute habe ich dann dieses Sprechen oder dieses Hören auf die Stimme wieder entdeckt und hat mich sehr berührt. Bartimaios, übersetzt hochgeschätzt, also der Sohn und dann hochgeschätzt, ist blind, ist Bettler, hat schon einmal gesehen, wie wir im Verlauf dann hören, hat Jesus noch nicht sehen können, ist ihm aber auch noch nicht begegnet, sondern hat nur von ihm gehört. Und trotzdem ist ihm klar, wenn nicht er, dann niemand. Dann kann niemand mir helfen. Er ist der Messias, er ist der Sohn Davids, der, den wir erwarten, der alles heil macht. Und dann wird er von den Menschen, die mit Jesus gehen, angefahren, zum Schweigen gebracht, oder sie versuchen es zumindest. Und offensichtlich, kann es mir ja nur vorstellen, wenn ein Sinn ausfällt, wenn er nicht sehen kann, dass das Hören neben den Tasten sehr ausgeprägt ist. Und er hat von Jesus gehört und hat sich offensichtlich ein inneres Bild von ihm gemacht. Was kann von ihm kommen und was kann nicht von ihm kommen? Was kann er von ihm erwarten und was kommt sicher nicht von ihm? Und dieses zum Schweigen bringen ist für ihn offensichtlich klar, das kann nicht von Jesus kommen. Das sind nicht die Worte des Messias. Und darum schreit er noch lauter, damit die Stimme nicht nur zu den Menschen rund um Jesus kommen, sondern auch zu Jesus kommt. Und Jesus hört's und lässt ihn zu sich rufen. Und ich finde, diese Worte, die Menschen um Jesus, die vorher ihn zum Schweigen bringen wollten, die haben dann nicht gesagt, die haben ihm gerade gesagt, er soll schweigen, das ist jetzt peinlich, sondern sie übernehmen das, was Jesus ihnen sagt und sagen, hab Mut, steh auf, er ruft dich. Wie oft tun uns diese Worte auch gut, von Jesus zu hören oder über Jesus zu hören. Und der blinde Bettler, Timaeus, er hört darin die Stimme Jesu, er erkennt, das ist jetzt wirklich von ihm, wirft seinen Mantel weg, sein einziges Hab und Gut, mit dem er sich in der Nacht zudeckt, springt auf und wie ich mir das so vorgestellt habe, ich weiß nicht, wenn ich nicht sehen würde, aufzuspringen und wohin zu laufen, stelle ich mir ein bisschen herausfordernd vor. Oder ja, ich denke, er ist einfach sehr mutig und ein bisschen habe ich das Gefühl gehabt, als würde schon
glauben, dass er sehen kann. Und er springt auf, im inneren Sehen offensichtlich. Und in der Übersetzung, die ich heute vorgelesen habe, aus dem Münchner Neuen Testament, heißt es dann, und antwortend ihm sprach Jesus. Das heißt, auf dieses Rufen antwortet Jesus mit der Frage, was soll ich dir tun? Und dann geht es so weiter, wie wir wissen. Und dieses Laufen ist für mich auch ein Zeichen, dieses Aufspringen und Mantel wegwerfen, dass er immer sicherer ist, wer Jesus ist und dass er ihn alles fragen kann und dass er alles von ihm erhoffen kann. Das wird ihm offensichtlich immer deutlicher. Und diese Unterscheidung der Stimme, wann ist es seine Stimme und wann ist es eine Stimme, die mich von ihm wegbringen will, oder eine unbedeutende Stimme, die führt ihn zur Begegnung mit Jesus und die führt ihn auch zur Heilung dann. Und ich frage ja jeden Abend Jesus, was er mir sagen möchte. Zu anderen Zeiten auch, aber am Abend ist das ein Fixpunkt für mich. Und da hat er mir schon mehrmals gesagt, dass er jede Sekunde zu mir spricht. Und dieses Evangelium hat in mir wieder ganz neu diese Sehnsucht geweckt, ihn auch wirklich zu hören, zu unterscheiden, was ist von ihm, was ist nicht von ihm, aber einfach ihn jede Sekunde auch zu hören. Und da können wir vom Timaeus oder Timaeus, wie es hier heißt, lernen. Was kommt von Christus, was kommt nicht von Christus? Und so wie er dann auch die Sicherheiten wegfallen lassen, die Sicherheiten aufgeben, wenn wir wissen, es ist von ihm, aufspringen und zu ihm laufen. Und so wünsche ich uns heute eine wachsende Sehnsucht, Jesu Wort auf unser Leben zu hören.